Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir Sandra geschlagen. War das überhaupt Sandra? Nee, oder war es Sabrina? Nee, Sabrina war in Saffronia, ne? Ja. Ja, gut. Ja, wir haben Sandra geschlagen. Nach einem langen, erbitterten Kampf und zig Hypertränken. Und dürfen jetzt einen Schwalbini fangen. Weil wir tatsächlich hier noch kein Pokémon gefangen haben. Das Problem ist nur, wie schwäche ich das. Überlebt das Ding Turbo-Dreher von den Mushas? Übrigens, hi. Hi. Exodian ist natürlich wieder dabei. Keine Ahnung, ob es das überlebt. Es ist relativ schwach und sie haben auch nicht ordentliche Verteidigung. In beiden Werten. Ich will einfach Pokéball werfen. Das hat gar keinen mehr. Ich könnte ein Dingens machen, Superschall. Und sich so selber ein bisschen schwächen lassen. Falls ich den treffe. Falls ich den treffe. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Stadium. Ach komm schon. Dreimal. Meine Güte. Sato, Pokémon Stadium. Im letzten Mal haben wir den Pika Cup geschafft hier und jetzt So, jetzt Super Cup. Super Schall. Protect. Findet sich bitte selber. Yay! Yeah, hey. Wow! Das war sogar ganz schön viel! So, Pokéball! Eins und raus! Aber es verletzt sich immerhin schön brav weiterhin selber. Warum ist mein Protect jetzt fehlgeschlagen? Ich habe doch zwischendurch einen Ball geworfen. Das ist interessant. Also, Schutzschild funktioniert auch nicht, wenn du zwischendurch einen Pokéball geworfen hast. Dann kannst du auch nicht einsetzen wieder. Richtig. Das hätte ich aber auch vorher sagen können. Das wusste ich nicht. Ich habe ihn noch nie probiert. Das Schutzschild, Pokéball, Schutzschild. Ich dachte, das geht. Weil es ist ja zwischendurch eine Runde vergangen. Ja, aber es geht ja eine Runde, wo halt eine Kampfhandlung stattfindet. Man lernt halt auch immer mal was Neues. Verletz dich bitte noch einmal selber. Wenn du im gelben Bereich wärst, wäre es, glaube ich, ein bisschen besser, dich zu fangen. Ah, was mich ankotzt, was ich demnächst gehört habe, ist, anscheinend kriegt man bei Rubin und Saphir, bei den neuen Netze, das Aeon-Ticket nur durch Streetpass. Richtig. Da kriegen ein paar ausgewählte Leute das Streetpass-Ticket, müsst rumlaufen und wenn du es dann nicht kriegst, hast du Pech. Ja, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich beschissen. Weil ich habe wirklich wenig Möglichkeiten, jetzt irgendwo großartig bei Leuten umherzulatschen, die einen Streetpass haben. Weil in meiner Gegend gibt es immer nicht allzu viele Leute, die Pokémon spielen. Hallo. Hallo. Zuge ist es nur Schwalbini, jetzt stell dir vor, es wäre sowas wie Ricardo oder so. Das Problem ist, einem Schwalbini können wir nicht entkommen, weil das scheiß wie schnell ist. Nicht vergessen, wenn wir hier verlieren, das zählt ja nicht, weil das Ding hier rumfällt. Ja, ich weiß, aber es ist trotzdem scheiße. Weil beziehungsweise, das war halt das, was du gesagt hast, weil du bist ja ein Mann. Nein, ist schon klar. Ich meinte ja eher in der Richtung, das wird jetzt ewig dauern und wird uns ordentlich Schaden reinhauen, das ist Mistvieh. Okay, Agilität brauchst du wenigstens nicht. Weil ich muss ehrlich sagen, ich hätte echt gerne Latias und Latios natürlich nochmal. Weil das mit meine Lieblings-Pokémon sind. Nach den ganzen Evolis. Und mich kotzt das halt ein bisschen an, weil ich will halt unbedingt auch den Seelentau haben, weil das gehört einfach zu den Viechern dazu. Und dem kommt man ja nicht, wenn man nicht auf diese scheiß Insel kommt. Das finde ich halt echt ein bisschen doof geregelt. Dass ich da jetzt wahrscheinlich nicht mehr drankommen werde. Weil ich meine, die müssen es doch wissen, dass es nun mal auch Leute gibt, die nicht in der Großstadt oder sowas wohnen, die halt nicht so oft den Streetpass nutzen das können. Das ist dir doch scheißegal. Man rechnet sich mit der Masse und die Masse hat es halt. Ja, man kann es ja auch irgendwie mal für den armen Sack, der halt in einem Dorf wohnt, irgendwie machen. Also. Nein, du bringst kein Geld. Ja, ich glaub's auch. Hat ja nur auch das Spiel gekauft und so, ne? Ist ja jetzt aber du bringst jetzt wieder das Geld. Genauso wie jeder andere auch. Was glaubst du, stell dir mal vor, jetzt hätte Nintendo das wieder mit diesen Hotspots gemacht.
Da haben sie viel mehr davon. Ich stelle mir vor, sie würden so eine Aktion machen bei den Hotspots. So, sie schreiben so, keine Ahnung, bei irgendeinem Spiel, hier habt ihr das Pokémon-Spiel und wenn ihr die ganze zweite Hälfte nach der Pokémon-Liga haben wollt, plus die Zahl auf Pokémon und sowas, ja, müsst ihr in diesen ausgewählten Orten Hotspot haben. Beim letzten Mal ist ja zum Beispiel ganz Österreich weggefallen. Also, ganz Österreich, ja, du weißt ja, ich meine, ist ja auch komplett weggefallen. Und dafür gab es auch halt in der Nähe von Dörfern sowas. Hier in Deutschland gab es genug. Und wenn du halt nach der Marke denkst, was wäre ein Super-Ares gehen, dass du ein kleines Dorf von 50, also jetzt mal per rational, 50 Einwohner das nicht kriegt oder so eine Großstadt mit 10.000? Ja, man könnte es ja auch einfach so machen, indem man es halt einfach als allgemeines Event macht. Dann kriegt es jeder, ja. Punkt. Ich meine, das ging ja mit den anderen Viechern auch. Ja, per Online sogar. Du meinst jetzt per Pokémon Day und so Quatsch, ne? Ja, einfach nur, indem du online gehst auf Geheimgeschehen per Internet und dann kriegst du das geschenkt. Wie zum Beispiel das Tarnhill, wie zum Beispiel auch das, hier das Kürbisvieh, wie das Flamly am Anfang, wie das Gengar. Na okay, das Gengar, da musstest du dir die Codes holen, aber das Flamly hast du so gekriegt gleich am Anfang, wenn du es am Anfang dir geholt hattest. Konntest du einfach downloaden. Das Pumpkin-Vieh konntest du dir downloaden. Und das Tarnhill kannst du dir einfach so downloaden. Wo ist denn das Problem, dass man das eigentlich mit den allen macht? Nein, da sind es wieder Codes, die du dir irgendwo holen musst. Da kannst du es dir per Streetpass holen. Das ist einfach nur irgendwo doof. Und derjenige, der Glück hat und das Ding natürlich von Anfang an hat, dem ist das schon eh sowieso scheißegal. Aber naja. So. Damit schon ordentlich aufs Maul gekriegt. Der ist kurz mich an. Ist schon wieder raus. Und was mich auch noch ankotzt, ist halt, dass Mega Latias und Mega Latios eigentlich dieselbe Mega-Entwicklung haben. Und da ist Skype abgekackt, yay. Mal schauen, ob er gleich wieder da ist. Ansonsten mache ich kurz einen Cut. Okay, bis gleich. Okay, aufgrund technischer Probleme und einer Maus im Bild hat Exo gerade keine Lust mehr, jetzt wirklich das noch mehrmals zu versuchen, weil Skype nicht wirklich funktioniert aufgrund seines Internets momentan. Was sich hoffentlich aber bald ändern wird. Und ich werde jetzt noch ein bisschen was an diesem Part hier machen, weil 7 Minuten wäre sonst ein bisschen zu wenig. Und aber leider jetzt erstmal ohne Exo. Er ist dann im nächsten Part wieder dabei. Ist hier ein Item? Tatsache. Einen Beleber gefunden. Sehr schön. So, wir müssen hier jetzt eigentlich nur durch. Aber wir finden hier schöne Sachen, also warum nicht? Wir dürfen hier auch wieder ein neues Pokémon fangen. Ich habe nur wieder Angst, dass es irgendein verdammt starkes Vieh wird. Weil irgendwas ist sehr merkwürdig hier mit dem Wasser. Ja, auf dieser Emulator-Version. Warum auch immer. Es war vorher definitiv nicht so. Aber okay, wir dürfen einen Burmy fangen. Von dem ich nicht mal den deutschen Namen weiß. Ich habe keine Ahnung, wie das Vieh heißt. Das ist jetzt auch nicht sonderlich toll, dass wir jetzt so eins kriegen, aber naja, wir nehmen erstmal, was wir kriegen können. Weiterentwicklung davon hatte ich aber auch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich mache erstmal einen Whirlpool. Das Mushas, gell? Das trifft überhaupt nicht. Meine Güte. So, jetzt aber. Whirlpool. Das Ding ist doch Pflanze, ne? Ja. Wobei jetzt immer da stand, dass es nicht sehr effektiv ist. Vielleicht ist es doch einfach nur Käfer. Und Whirlpool ist einfach nur eine schlechte Attacke. Kann natürlich auch sein. Ja, wir werfen einfach Bälle. Eigentlich noch genug, ja. Mehr als genug Bälle haben wir noch. Auch wenn das Ding gerade irgendwie nicht möchte. Wir probieren es erstmal weiter. Zur Not werfe ich mal einen Finsterball. Ach, Menno.
Okay, dann werfen wir einfach mal einen Twisterball, vielleicht klappt's ja. Da wir in einer Höhle sind, sollte der ganz gut funktionieren. Wunderbar. So. Ich werde jetzt erstmal kurz im Pokédex schauen und gucken, ob ich den schon habe. Also, ob ich die Weiterentwicklung von dem Ding schon habe. Stimmt, das haben wir ja noch gar nicht. Wir haben jetzt gerade noch gar keinen anderen, das ist gerade das Problem. Wir können gar nicht in den Pokédex schauen, ich müsste so danach gucken. Denn im Pokédex haben wir momentan nur den Johto-Pokédex, das heißt die ganzen anderen Pokémon gibt es hier noch nicht. Und ich muss erstmal dann warten, bis ich die Nationalen kriege. Aber den bekommen wir auch erst einiges später. Aber egal, naja, mein Gott. Wir werden es auch ohne Nationalen Pokédex überleben, ich muss dann nachher halt mal gucken. Das Ding schon hab oder nicht. Und wenn doch, dann ändert es ja auch nichts dran, weil irgendwie kriege ich wahrscheinlich nichts anderes. Au, das tat weh. Weil hier werden dann wahrscheinlich die ganze Zeit eh nur Burmies rumschwimmen im Wasser. Noch ein Seeper. Gut, dann lassen wir das erstmal River erledigen. Das Trainer mit seinen Seepass hier. Ich glaube, ein Donnerschlag reicht da aus. Auch wenn der Angriff jetzt nicht ganz hoch ist vom River. Wunderbar. Und als letztes ein Seemon. Oder noch ein Seeper. Nein, ein Seemon. Wunderbar. Kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Erfahrung. Und sogar noch ein paar Level höher. Nehme ich gerne hin. Kaskade. Ist aber auch kein Problem für River. Dann kommt der Ladungsstoß. Und erledigt das Cetra King. So will ich das doch sehen. Es gibt ein Level Up. Dann ist River jetzt auch Level 39. So. Ah, da unten haben wir noch einen Teamkampf. Den habe ich denn gerade zusammen mit vorne mit Burak. Schicken wir mal Paraparelli mal mit vor. Isobu kommt dann danach. Alles klar. Liebe Wachen, ein Item. Das will ich mir natürlich trotzdem holen. Und ja, hier gibt es definitiv nur Burmy. Jetzt muss eigentlich was anderes fangen, hätten wir wahrscheinlich eh nicht können. Also vielleicht durch Angeln. Natürlich. Erstmal Protect. Und das zweite Mal funktioniert natürlich auch. Oh Gott, ey. So. So, Zwillinge, da macht euch mal bereit. Wir werden euch jetzt fertig machen. Es ist ein unbekannter jemand, den wir nicht kennen. Oh, wer bist du? Ja. Macht schon irgendwo Sinn, eure Aussage. Oder so. Zweimal Dratini. Zweimal Level 35. Nicht unbedingt optimal. Aber ich denke, wir können das irgendwie schon regeln. Paraparelli hat doch einen Wahlschalt drin, ne? Könnte etwas doof sein. Hat sie einen Wahlschalt? Ich glaube ja.
Ja. Den muss ich ihnen dann noch abnehmen. Dann wechsle ich erstmal zu Isogu. Mach das Stratini, welches gerade schläft, dann im nächsten Zug fertig. Das Stratini, was jetzt K.O. geht, erstmal einzuschläfern, wäre sinnlos, deswegen. Weiß ich auf diese Art und Weise. Kriege ich halt aber auch nur wenig Erfahrung durch die Dinger. Nun gut, man kann ja nicht alles haben. Du kannst eigentlich einfach eine Blut machen, denke ich. Die Stärke von Isogu sollte eigentlich schon genug Schaden machen. Ja. Wunderbar. Und ich sehe gerade, dass ich den Bildschirm schlecht aufnehme. Na, komm ich ran. Nicht wirklich gescheit momentan. Bin gleich wieder da. So, okay. War ein bisschen doof, aber mein Gott. Hat man halt ein bisschen mehr Rand gesehen. Ist wahrscheinlich vorhin, als ich versucht habe, Skype irgendwie wieder hinzukriegen, außersehen ein bisschen verschoben gewesen. Aber jetzt ist alles wieder wunderbar und wir können weitermachen. Weiterhin lauter Burmese hier. Den legen wir uns jetzt noch nicht weiter an, weil ich habe keine Lust, jetzt nochmal auf Schutzschild zu treffen. Deswegen. Keine Ahnung, ob es das schon auf Level 8 kann, aber man muss es ja nicht herausfordern. So. Hier sollen wir jetzt eigentlich an Land und den Test machen. Den machen wir dann auch, aber wir gehen erstmal kurz ein Stück weiter. Nachdem wir hier gegen das Ding hier irgendwas machen. Wow, wir sind schneller, was? Ja. Sehr effektiv, bringt nur nichts. Gegen Level 85er. Aber wenn wir schneller sind, können wir auch abhauen, das ist gut. Ah, da. Ich würde sagen, wo ist denn unsere Hyper-Heiler-Dingens? So. Bevor wir hier reingehen, ups, ich wollte eigentlich nicht unbedingt aus dem Wasser raus, gehen wir nochmal kurz ein Stück weiter und holen uns da erstmal noch das Item, den Drachenzahn. Der, glaube ich, hier irgendwo rumliegen müsste. Oder auch nicht. Wir müssen hier rum. Ich hätte gedacht, man muss da innen rum, aber nein, muss man nicht. Man muss sogar außen. Okay. So, wieder ein Level 9 Burmy. Ich habe echt keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Ist das jetzt einfach nur Käfer? Ist es Pflanze? Ich weiß echt nicht. Ich glaube aber, es war Käfer. So, da haben wir den Drachenzahn. Bringt uns leider momentan nichts, da wir keinen Drachen haben. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Level 63. Das könnten wir vielleicht sogar jetzt schaffen. Ich probiere es einfach mal. 85 war ein bisschen sehr, sehr viel. 63 ist auch viel, aber wir haben immerhin diese Effektivität auf unserer Seite. Und ich hab's verbrannt, immerhin. Das heißt, der Tackle wird so gut wie gar nichts machen. So, wie viel machen wir gut? Gar nichts wegen Schutzschild, aber das ist eine Plusrunde für mich. Nichtsdestotrotz. Ah, ne, doch nicht, weil er sich wieder heilen kann. Okay. Schade. Ah, Critical Hit, okay. Brauche mir also keine Sorgen, man muss mich die Burmese besiegen. Mal gesehen, geben die ordentlich Erfahrung. Naja. Dafür, dass es so viel Level höher ist, nicht wirklich.
So, dann machen wir noch hier das hier. Den Test nämlich. Schön, dich hier zu sehen. Du brauchst nicht erklären, warum du gekommen bist. Claire hat dich hierher geschickt, oder nicht? Das ist Sandra, Claire, egal. Das Mädchen ist ganz schön, macht ganz schön Ärger. Es tut mir leid, aber ich muss dich testen. Mach dir keine Sorgen, ich muss nur ein paar Fragen beantworten. Bist du bereit? Was sind Pokémon für dich? Freunde. Definitiv. Also für mich persönlich, also... Pokémon sind einfach tolle Sachen. Also wenn ich einen Blitzer hätte, ich würde mit dem alles machen, was ich könnte. Was hilft dir, Kämpfe zu gewinnen? Strategie, Training oder Betrügen? Dann schon eher Strategie. Auch wenn ich trotzdem einfach eher so kämpfe, ich gerade Bock habe. Aber ich habe ja meine Strategie. Was für einen Trainer möchtest du bekämpfen? Ich kämpfe gegen jeden. Oh, ich verstehe. Was ist am wichtigsten, um Pokémon aufzuziehen? Liebe, Gewalt und Wissen. Naja, so gesehen, wenn man jetzt vom Züchten her geht, ist es Wissen. Weil du musst wissen, wie du sie züchtest. Aber wenn man schon ein Pokémon an sich als Lebewesen betrachtet, dann ist es Liebe. Oh, ich verstehe. Starke Pokémon, schwache Pokémon, was ist wichtiger? Beide. Definitiv beide. Das sieht man alleine schon an den Pokémon, die ich mag. Beziehungsweise ist es mir scheißegal, ob ein Pokémon gut ist oder nicht. Solange ich sie mag. Ah ja, diese Einstellung ist was Wichtiges. Masse, verliere nicht diesen Glauben. Ich werde es, Achso, ja, dieser Glauben würde ich durch die Pokéliga bringen. Und da kommt auch Sandra Claire. Und wie ist es gelaufen? Ich denke, ich brauche dich nicht fragen. Hast du versagt? Hast du das verstanden? Das kann nicht sein. Du lügst, selbst ich wurde nicht akzeptiert. Sandra, dieses Kind hat einen sehr tollen... Ah ja, ist... ja, ach, keine Ahnung, was er im Deutschen sagt, irgendwie... Dem sein Geist und Skill ist halt nicht unbedingt anzuleugnen, keine Ahnung. Gib ehrlich zu, dass du verloren hast und gib ihm das den Drachenorden. Warum muss ich Lance darüber informieren? Siegfried, ich verstehe. Hier ist der Drachenorden. Hier nehmen wir ihn. Ah ne, bald nehmen wir ihn. Okay. Ja, damit haben wir unseren Drachenorden. Damit können wir jetzt auch Kraxler benutzen. Und jedes Pokémon gehorcht uns. Und sie nimmt einen schnellen Reis aus. Okay, erzähl uns nochmal von Lugia. Aber das kommt später. Momentan haben wir nicht mehr... Beziehungsweise... Ja, das kommt eigentlich bald. Wir kriegen es bald mit Lugia zu tun. Oh Gott, wie gehe ich das denn an? Das kann was werden. Oh Mann. Okay, ich habe leider nichts da. Ich habe kein Fluchtseil oder sowas dabei. Also gehen wir noch auf, die herkömmliche Art und Weise hier raus. Und vorm Ausgang werden wir dann den Part beenden, weil ich glaube, dann wird was getriggert. Und ich möchte ja nicht hier alles ohne XO machen. Und der Part ist ja auch schon dann vorbei. Insofern, alles im grünen Bereich, alles läuft wunderbar. Und ich hoffe, dass jetzt, während ich Urlaub habe, was nämlich jetzt über Weihnachten, Dezember 2014, ja, ich hoffe mal, dass Exo und ich jetzt wirklich öfters zum Aufnehmen kommen, solange eben sein Internet einigermaßen mitwirkt. Und da ist Sandra. Hallo. Warte. Es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Hier, nimm das als meine Entschuldigung an. Wir kriegen noch TM59. Drachenpolster. Ja. Das ist irgend so eine große Energie. Wenn du sie nicht möchtest, dann musst du sie nicht nehmen. Also wenn du zur Pokémon lieber gehst, dann gehst du am besten zurück noch eine Walkie. Ich glaube, ich habe die TM in meinem privaten Spiel, wo ich jetzt, das jetzt vor kurzem nochmal neu gemacht habe, um Latias nochmal resetten zu können. Latios, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, die TM habe ich nicht.
Ich glaube, ich bin einfach mit Fluchtseil oder so rausgegangen, habe deswegen die Themen übersehen, aber egal. Ist ja nicht wichtig, ich brauche die nicht wirklich, weil ich mit Megania alles gemacht habe. Aber okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Wir müssen dann aufmachen, zurück nach Neuborgia. Denn da wartet dann schon etwas auf uns. Also, bis dann!